Kostenfunktionen gehören eigentlich so ein bisschen in den betriebswirtschaftlichen Bereich der Mathematik, also eher so ein bisschen in den BWL-Bereich rein, sind aber natürlich schon seit Jahren oder wahrscheinlich sogar Jahrzehnten auch immer schön in der Schule im Fach Mathematik zu finden. Im Großen und Ganzen handelt es sich nicht um schwere Rechnungen. Die Rechnungen sind im Allgemeinen recht einfach. Aber je nachdem, wie weit Sie in diese Kostenfunktionen reingehen müssen, müssen Sie einfach blöde Begriffe auswendig lernen. Ich habe das Hauptkapitel Kostenfunktionen in drei Schwierigkeitsstufen eingeteilt. In der ersten Schwierigkeitsstufe braucht man gar kein Vorwissen. Das könnte theoretisch eigentlich in jeder Prüfung irgendwann drankommen. Der dritte Teil. Der letzte Teil ist der schwierigste, der sozusagen alle Begriffe von diesen Kostenfunktionen einschließt. Ja, und der zweite Teil ist halt so ein Mittelding. Sie müssen dann einfach gucken, ob es bei Ihnen relevant ist oder nicht. Eventuell finden Sie das einfach in den Listen, die wir auf der Homepage haben. Und ansonsten viel Vergnügen beim Auswendiglernen der Begriffe.